Hey Leute, willkommen zu einer besonderen Sondernachricht des Anzeigenradars. Ich habe etwas entdeckt. Hier ist es. Es ist mir quasi digital über den Weg gelaufen. Vor einigen Wochen, aber erst jetzt kommt das Video dazu. Die Braxmeier Fashion Kollektion featuring Neo Magazin Royal featuring Jan Böhmermann. In einer Folge seines im Fernsehen ausgestrahlten YouTube-Kanals Neo Magazin Royal hat der blasse dünne Junge Jan Böhmermann die auf eBay Kleinanzeigen eingestellten Klamotten einer Zuschauerin hip geupcycelt und sie für gesalzene Preise wieder online gestellt. Ich hab überall diese hippen Hippies auf eBay Kleinanzeigen. VW-Bullis, Rollrasen, Schallplatten. Und Sunglasses. Sexy. Und jetzt noch dieser Typ. Man könnte fast meinen, dass er es ernst meint. Erstens sehen die Bilder komplett übergefiltert aus. Ja. Diese Alten, die verstehen einfach die sozialen Medien nicht. Lieber Jan, eBay Kleinanzeigen ist nicht Instagram. Ich meine, hast du nicht unser wunderbares Sachenkunde-Video über Anzeigenfotos gesehen? Stichwort Gegenlicht. Also ernsthaft, Mann, wer kauft so einen Hippie-Scheiß? Außer mir natürlich. Hanna, mach mal den Werbung versus Realitätscheck. Ja. Test, Test, Test. Vlogcard number one. Jetzt shootet die Hanna. Und was sagt die Heidi dazu? Wunderschön. Unsere Maskenbildnerin. Aber hey Hanna, sag doch mal, wie findest du diese wunderschöne Wand? Wand ist der Traum. Wunderschöne Farben. Wunderschöne Farben. Aber Leute, das ist natürlich nicht das Einzige, was es hier zur Verfügung gibt. Und darum haben wir auch ein wuscheliges Mikrofon. Also wenn am Abend mal kalt ist, kann man sich einfach hier dazulegen und schon ist das Leben perfekt. Ich habe ja ein sehr ästhetisches Auge. Ich würde wirklich behaupten, ist das hier die schönste Ecke im ganzen Set? Sexy. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Kisten hier angeordnet sind, ist wirklich ein Genuss für mein Auge. Gehen wir weiter. Hier ist ein Schlagzeug. Hier mein absolutes Lieblingsstück in der ganzen Wohnung. Eine Schaukel. Es ist einfach eine Schaukel mit Handbremse. Es ist einfach eine Kühlschranktür. Schlafzimmer. Hier ist einmal ein Bett. Das sind so echte Pflanzen, also es ist kein Fake. Hier haben wir nicht mal die heftigen Glut am Start. Hier ist unser allseits bekanntes halbes Sofa. Die andere Hälfte steckt leider in der Wand drin. Und auf den ersten Blick würde man vielleicht meinen, das wäre einfach nur eine Graffiti-Wand. Aber wenn man sich da mal etwas distanziert, kann man schon schnell erkennen, wenn es Nils, Hanna und Simon. Das sind wir. Und hier ist noch ein Bett. Hier ist eine Tür. Hier ist unser Wohnzimmer. Hier haben wir auch einen Dude, der Skripte für uns schreibt. Guten Tag. Warte, was ist die nächste Line, die ich sagen soll? Keine Ahnung. Dieser Globus ist ganz toll. Keine Ahnung, Dieser Globus ist ganz toll. Das ist friedensgroßartig. Hey! Pussis! Ist das Typ? Boah, ich bin einfach müde. Und um jetzt noch ein bisschen mehr drauf einzugehen, was wir denn wirklich behind the scenes machen, zeige ich jetzt nochmal ganz genau, wie so ein Fotostudio hier abläuft. Also einmal haben wir hier den Yannick. Er macht die Fotos und ist dafür verantwortlich, dass alles gut aussieht. Super. Super gemacht. High five. Yeah. Make-up. Make-up. Jetzt schauen wir mal an, ob ich wirklich gut Arbeit geleistet habe, ja, ob ich nicht zu früh gelobt habe. Viele schöne Bilder. Und hier ist unser Main-Shooter, die Red Epic. Wir wollen natürlich, dass wir klare Videos haben, die kristallklar aufgelöst sind. Und nicht zu vergessen ist natürlich der wunderschöne Balkon, dass man auch mal frische Luft schaffen kann. Weil am Set kann es natürlich auch manchmal ziemlich anstrengend werden. Und eine Sache, die wirklich extrem nervig ist an dem Balkon, zu jeder Zeit läuft da unten ein Rasensprengler. Unmöglich. Aber dafür haben wir hier einen wunderschönen Kugelgrill. Nice. Simon, ich glaube, die Folge könnte sehr lustig werden. Alles, was du jetzt sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Unbedingt. Ich bestehe drauf. Können die irgendeine Beleidigung aus dir rauskitzeln, so, dass sie irgendwie so ganz akku auf uns reagiert oder so? Haha. Ach, sie hat mit. Scheiße. Der wahre Ernst des Lebens ist hier natürlich bei den Filmaufnahmen am Start. Genau hier jetzt gerade. Seid ihr gerade etwa am Film? Nein. Wenn ihr mal unsere normalen Episoden anguckt, ist das ja ungefähr das, was ihr seht. Und das ist immer das, was wir sehen. Hier ist ein schwarzes Loch. Und da sind zwei große weiße Flächen. Und hier ist ein Mikrofon. So Mensch, gut. Wenn du irgendwas heißes sehen willst, dann weißt du ja, wo du hingucken musst. Kann ich das aussehen oder was? Ja, würde ich schon sagen. Und läuft, die Kamera läuft auch. 8, 1, 2, Action! Gefällt mir richtig gut. Es sieht aus, als wäre sie direkt mitten im Geschehen bei Coachella. Sie sieht so hippie-mäßig aus, so lässig, ganz leichten, süffisanten Lächeln. Coole Ohrringe, cooler Style, I like. Lens Flair, der Lens Flair ist richtig nice. Was fand ich noch gut? Achso, und sie ist super gebrandet. Man sieht gleich, wer sie sponsert. Neo Magazin. Sie hätten auf die Jacke jetzt noch unterstützt durch Produktplatzierung schreiben können, aber sonst alles super. Ich wäre auch gerne da, wo sie jetzt gerade ist, deswegen gebe ich für die Werbung 5 Punkte. Die Kapuze finde ich richtig nice. Ist schon fresh. Sieht sicher total bescheuert aus. Ich glaube, die steht auch echt jedem. Also Simon hat das andere, sah auch gut aus und das sagt ja schon alles. Ich glaube, das wird unser neues Lieblingsstück. Oder Jungs? Es ist wirklich liebevoll. Guckt euch das mal an, ja? Sie haben hier die Kapuze nochmal komplett befuttert mit einem sehr schönen Muster. Fiona Braxmeier Logo, also sehr, sehr wertvoll scheinbar. Coole Patches, leider allerdings ganz kleines Manko. Diese Patches sind aufgeklebt. Nimmt man Patches nicht an, gibt einen kleinen Abzugspunkt. Geil, der Gürtel,
sehr, sehr cool, weil dadurch wird es dann auch taillierter. Das größte Manko, was eigentlich gar nicht klar geht, ist, dass es einfach so teuer ist. Diese Jacke hat 200 Euro gekostet. Aber gut, so ist es halt, wenn man Designermode kauft, ne? Die Ohrringe finde ich so lala. Die hauen mich jetzt auch nicht vom Hocker. An sich fühle ich mich damit bereit für Coachella, aber ich finde es einfach viel zu teuer und deswegen gebe ich 3 von 5 Punkten. Aber jetzt fange ich auch an, Markenmode zu machen. Mit der Weste trägst du das Fashion It Piece Ever. Um sie zu gewinnen, verrate uns, zu welchem Festival du die Weste tragen würdest. Bis zum 5. Juli 2017 um 23.59 Uhr kannst du mitmachen. Die Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen die Packungsbeilage und tragen sie ihren Arzt zum Apotheker. Jan, solltest du nochmal etwas promoten wollen, komm doch in unserer WG vorbei. Yeah, du bist jederzeit willkommen. Danke an Fashion Braxmeier, dass ihr auf eBay Kleinanzeigen vertraut. Yeah. Hey Jan, hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Und dort kannst du ein weiteres Video von uns anschauen, was ich wirklich sehr empfehlenswert finde. Ja. Ha 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 ha!